Wir sind zurück mit Pokémon. Wir wollen gerne Beauty entwickeln lassen. Was ein bisschen doof ist, da sich das nur nach der Happiness entwickelt. Und ist bei 238. Ich glaube, wir müssen es noch auf 255 bringen. Sprich, wir müssen es ein bisschen kämpfen lassen. Auch wenn unsere Sander und Pikachu eigentlich schwächer sind vom Level her. Ich will das aber tatsächlich schnell entwickelt haben, weil das sonst nichts mehr lernt. Um das in wilden Pokémon. Wer bist du denn? Ich kenne dich noch nicht. Was macht ein Absorber? Wie viel Schaden? Helping Hand. Not very effective. Ich probier's mal damit. Ich hoffe, ich töte nicht direkt. Nee, mach ich immer noch nicht. Theoretisch kann ich den nochmal machen. Ja, Absorber, damit ich um die 30% komme, was wohl die wichtige Marke ist. Tackle. Hab ich überhaupt einen Pokéball dabei für den Kopf sein? Oh, ist jetzt Gift, ja toll. Hier, yeah, Pokéball. Sehr schön. Wechseln hier die Pokémon in dem Spiel. Ich gehe mal zurück. Nee, dahin komme ich nicht. Was sind sie? Pumpkin King. Renn lieber weg und trainier noch ein bisschen. Okay. Den kann man wahrscheinlich irgendwann besiegen, wenn man genug Orden hat oder so. Dann kämpft er gegen einen oder sowas. Keine Ahnung. Hier sind wir doch schon. Wo wollte ich hin? So, hier kann ich mich doch jetzt durchschnibbeln. Zack. Der Höhle. Dickel, dickel. Okay. Dick das. Seele. Okay. Hier komme ich aber nicht durch, weil mir das schon noch der Weg versperrt. Da komme ich nicht da lang. Okay. Gibt also keine Abkürzung. Aber hier ist noch ein Haus. Genau. Eine Citrusbeere. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Also. Das ist eine, die HP regeneriert. Das ist doch schön. Da habe ich 8 Stück davon. Hier ist aber niemand. Ja gut. Schade. Keine Ahnung. Dann ist das Haus ziemlich nutzlos für mich aktuell. Hier gar niemand ist. Komme ich nie hin. Oaks Gehilfe. Howdy, wie läuft dein Abenteuer? Hast du den Donnerorden von Vermillion City? Nein, dann komm zurück, wenn du es hast. Professor Eich hat mir ein Item weitergereicht, das ich dir geben soll, wenn du den Donnerorden hast. Okay. Wer bist du? Ich wusste, dass du herkommen würdest. Und ich weiß, dass du deinen Abra für meinen Mr. Mime tauschen wirst. Nein. Hast du einen Zwilling oder sowas? Okay. Bin immer noch hier in dem Bereich, wo man sonst nicht hinkommt normalerweise. Und zur Schneider. Das ist ein Sichlor! Sichlor! Finde ich das hier in den Bäumchen vielleicht? Hat nicht eins von meinen Viechern noch Kopfnuss? Du? Wildes Pokémon greift an. Kokuna. Nee, dann nicht. Die Attacke hat echt eine schlechte Genauigkeit. Ja, man braucht halt auch noch mehrere Hits, damit es sinnvoll wird. Poison Sting! Überlebt halt noch. Lol. Poison Sting kann ich wahrscheinlich mal verlernen. Das ist echt nutzlos geworden. Okay. Nützt mir also leider noch nicht. Ich muss also erst wirklich den Elektroorden haben. Und da sollte wahrscheinlich zumindest meine zwei Haupt-Pokémon, sprich Sandan und Beauty auf Level 30 mindestens bringen. Beauty auf Level 30 zu bringen, wird nicht schwierig sein. Das zu entwickeln allerdings. Ich hätte es halt gerne noch entwickelt vorher, damit ich ihm noch ein bisschen was beibringen kann, weil gegen Elektro
müsste, wenn ich mich gerade nicht komplett irre, Pflanze ziemlich effektiv sein. Verteidigendes Pokémon, Elektro. Effektiv dagegen sind Boden und das war's. Okay. Nicht so viel. Deswegen sind Elektro-Pokémon so stark. Nee, Wasser. Nee, das ist jetzt hier, das ist Elektro ist gegen... Halt, ich bin bei Boden. Wo ist Elektro? Boden? Nur Boden ist gegen Elektro sehr effektiv. Krass. Also muss ich halt wirklich Sandan trainieren. Bis zum Umfallen. Pflanze macht überhaupt keinen Unterschied. Zumindest nicht von der Effektivität her. Das ist natürlich ungünstig. Dann bin ich ein bisschen sinnlos hergelaufen. Über den Winter macht sie seine Knospe zu und hält so die Kälte aus. Im Frühling öffnet es sich und verteilt Pollen. Im Nationalpark kann man das shiny finden. Free to play, ach nee, Membership. Im Nationalpark kommst du noch rein, wenn du Dingens bezahlst, okay. Aber wie ich das hier entwickeln kann, ist leider nicht mit dabei. Das ist doch doof. Ich hab schon hochziehen müssen. Hm? Willst du mit mir reden? Nee, ich will mit dir kämpfen. Du hast ja schon die richtigen Riecher. Schlitzer. Flugas ist nicht so effektiv gegen mich anscheinend. Kopfnuss, bam. Ist weg. Okay, sehr schön. 1400 XP. Schlitzer. Schön. Ich weiß noch nicht, was das Schön ist. Das ist Versicherung? Das radikalen Versicherungsvertreter? Oder irgendwas anderes komisches? Kopfnuss. 2000 XP. Dann bin ich fast Level Up. Ich konnte deine Herausforderung nicht besiegen. Jetzt hätte ich aber gerne nochmal mein frisches Wasser für meinen Sandan, damit er mehr HP hat. Ich? Okay, wir spielen. Sehr schön. Schlitzer. Kopfnuss. Ruckzucki, boah, nö. Ja, so macht man das. So haut man zu mit normalen Attacken. Ach, du gehst mit Keks. Level 30. Sehr schön. Schlitzer. Ruckzuckieb. Nee, Schlitzer. Zack. Oh, fast. Dann nochmal Ruckzuckieb, das Scheißding. Patz. Noch ein Tauboga, 1300. Noch ein Schlitzer. Brauchen wahrscheinlich zwei Schlitzer für das Ding. Halt kaum Damage mit normalen Attacken an dem. Das ist so krass, wie hoch die Defense von dem ist. Ja, Defense 39, ist halt. Nee, so wird insgesamt 66 sogar. Das zusammen gibt es nicht 66. Steht, lass ich jetzt mal entwickeln? Nee, ich lass nicht entwickeln. Das hat einfach nicht funktioniert. So, theoretisch hast jetzt du dran, Pikachu, aber ich vermute, ich habe keine guten Gegner mehr für dich. Keinen sinnvollen. Kann ich dir Seismic Toss beibringen? Kann ich tatsächlich. Diesmal Doppelteam dafür. Kann Pikachu Seismic Toss, alles klar. Ich vermute, ich werde meine Käfer-Pokémon weiter trainieren müssen. Okay, dann muss ich Pikachu irgendwie anders trainieren. Und das sind die falschen Gegner dafür. Kampf. Okay, jetzt können wir tacklen, dann ist okay. Und drauf zu Kief. 700 XP. Gegen dich werde ich nicht effektiv sein. Ich glaube nicht, dass... Kampf? Ist Kampf gegen Stahl sehr effektiv? Zumindest okay. Ruckzuck hier reicht auch. Sehr schön, 600 Erfahrungspunkte.
Wir können Pikachu natürlich auch trainieren, indem ich einfach einen Kampfattacke beibringe und dann alles plättet. Knobin, ja. Seismitos. Ha, paralysiert. Okzuki. Funk. Muss immer nachgucken bei sowas. Genau, das Funkensprung ist das. Also es ist eine sozusagen eine Elektro-Tackle und kann eventuell den Gegner paralysieren. Wahrscheinlich, ja, du kriegst jetzt hier Quick Attack verlernt, weil du hast ja dafür. Das ist Sternschauer. Das machen wir nicht. Und du wieder zwei Attacken auf einmal lernst, Level 26, verstehe ich nicht ganz. So, und du hast jetzt halt einfach nur noch Seismitos gegen alles, was wo Elektro ineffektiv wäre. Du wirfst die Leute halt durch die Gegend. Bam, bam, bam. Das ist so ein kleines Maus-Pokémon. Bom. Pikachu. Bom. Aber dass du noch keine Pflanzenattacke kannst, Level 15, wundert mich ein bisschen. Ah, Giftpuder. Ja, da krieg ich jetzt Giftschaden, was echt doof ist. Krieg zumindest das noch hin und 93 XP. Das bedeutet aber, ich muss heilen gehen. Ja, ich möchte meine Pokémon heilen. Dankeschön. Und tschüss. So. Soll ich es mal versuchen? Soll ich es mal versuchen? Guten Tag, Trainer. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich kann sie vielleicht erstmal. Kann er sie da noch leveln, weil sie noch Trainer drin? Was sagst du mir hier eigentlich? Hey, zukünftiger Pokémon-Champion! Spürst du die Atmosphäre hier? Sie ist elektrisierend. Leutnant Surge benutzt den Elektrotyp. Die haben echt nicht viele Schwachstellen. Viel Glück. Komm zurück und red mit mir, wenn du gewonnen hast. Das habe ich bei den anderen nicht gemacht. Du möchtest Surge besiegen? Du musst mich zuerst besiegen. Okay. Guck mal. Voltoball. Okay. Sandkrab. Boah, meine Verteidigung ist gefallen. Meine Attacke hat fehlgeschlagen. Oh Mann, mein Dick. Ja, Sternschau ist natürlich gegen Einbusen auch. Okay, das ging irgendwie daneben und jetzt ist er endlich mal gestorben. Sehr schön. Trainerwesen. Pokémon 5000 XP. Sandgrab. Ist Sandgrab gegen Stahl effektiv? Jo. Nochmal 5000 XP, Level 31. Das ging ziemlich gut. Was für eine schockende Vorstellung. Wrong Switch. 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 Ach, ich bin ja schon dumm. So. Alles falsch. Alles falsch. Vielleicht muss man drüben doch irgendwo sein. You have triggered the first switch in a sequence. Activate the current second level switch in tandem to deactivate. Alles klar. It's a mismatch. Alles klar. Als ich in der Armee war, war Leutnant Surge mein Vorgesetzter. Er war ein sehr strenger Führer. Taskmaster, keine Ahnung, ist eher sowas wie jemand, der dich beaufsichtigt. Okay, er macht, verdammt, hat Doppelteam gemacht. Ich bulle dich mal ein. Ablöse Sternschau, ich bin nicht in Ruhe damit. Eingebuddelt. Finger gemisst. Und Schaufler trifft. Ich war paralysiert, das ist doof, aber Pikachu ist besiegt. Ich bin sicher, Leutnant Surge wird dich rekrutieren, falls du beitreten willst. So, ich brauche den hier.
Mismatch, okay. Mach es einfach. Der Reihe nach. Ja, Mismatch, sehr schön. Mismatch. Also ein dummes Rätsel. Ist einfach nur ein Try-and-Error-Rätsel, du kannst nicht wissen. Oh, falsche Dingens. Mismatch. Mismatch. Es ist ein Mismatch. Das sind keine Trash-Can-Switches, irgendwelche Tesla-Dinger hier. Wir hätten vielleicht mal auf den Mülleimer hinstellen sollen, damit es der Text gibt. Mismatch. Letzte, die man benutzt. Das ist es immer, weil danach hast du nicht weiter. Mismatch. Mismatch. Sieht ganz nicht dumm aus.